Willkommen zurück bei Yoshi Wally World. Yoshi's Wally World, wie ich vorhin gelernt habe. Wir machen weiter. Und Mann, was soll denn die Musik? Direkt total schön, oder? Hallo übrigens. So, erste Frage. Ja, das ist ein Schlafanzug-Oberteil, wenn ich ganz ehrlich sein darf, weil es ist spät abends und ich bin schon so ein bisschen im Abendmodus. Heißt im Klartext für euch, ich habe einen Schlafanzug an. Gut, wir spielen noch ein bisschen. Und, ja. Wir sind in der Welt 2. Nein, wir sind nicht in Welt 3. Das ist Quatsch, wir sind in Welt 2. Und waren, glaube ich, jetzt... Bei welchem Level waren wir überhaupt? Wir haben die Burg gemacht, ne? Genau. 2.6. 2.7 und dann kommt die finale Burg. Okay, starten wir mal. Level 2.6. Auf geht's. Schnuffel hilft dir. Süß. Okay. Feuriger Blark-Vulkan. Blark. Was ist ein Blark? Ich weiß es nicht. Hauptsache sogar die Lava, das sieht aus wie ein Faden. Echt ein Held, ne? Nein! Nein, 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 nicht gut. Ich brauch. Bonshy Guy! Okay, da müssen wir nochmal zurückgehen, leider. Das ist ja richtig mies. So. Voll die Musik. So voll die Hardrock-Musik, oder? Ja, ihr guckt da oben. Hau bitte ab. Oh mein Gott. Ich mich gerade ein bisschen bedrängt. Okay, ich glaube, der bleibt da, ne? Das ist so geil, ne? Diese Art, die ist einfach so Hammer. Boah. Oh mein Gott. Ah, man kann die Wolle zurückdrücken. Jetzt habe ich es gesehen. Schnell. Oh. Okay, okay. Okay. Safe. Wir haben es geschafft. Zum Teufel. Es ist total verrückt, ich sag's euch. Unglaublich. Ja. Über die Raketen das wohl ist und nicht wahr, oder?
Oh je. Ah. Okay. Dann ist da unten 100%ig auch noch was, oder? Okay, danke. Was ist das? Wow. Oh mein Gott, das war sogar richtig knapp, ne? Okay, schön vorsichtig. Komm schon. Okay. Oh, cooles Level. Die Lava gibt einen gewissen Druck. Oh mein Gott. Okay. Gefällt mir aber sehr gut. Macht eine Menge Spaß wieder. Ah, haut ab. Huiuiui. Och nee. Ich sehe dich doch schon. Und die Raketen nochmal. Ja, dann machen wir den Abschnitt nochmal neu. Also ich will den Wollknoll auf jeden Fall haben. Uns fehlen noch zweimal Wolle. Das ist nicht gut. Eine Blume, zweimal Wolle. Okay, uns fehlt ein Wollknäuel. Kann natürlich überall sein, ne? Beispiel hier. Jetzt aber gut, ja. Da war ja eine, müsste die quasi hier irgendwo sein.
Mache mich nicht wirklich glücklich, ne? Das wir die jetzt nicht haben. Na, Mist. 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 Aber wie gesagt, ist nicht schlimm, dann holen wir es später nach. Ich will jetzt auch nicht zu viel und her laufen. Nehmen wir es so mal einfach an. Gut, sehr schön. Level Nummer 1. Ich würde gerne die Welt fertig machen. Das wäre quasi mein Ziel. Oh, ein Sandlevel, okay. Pyramide. Ich werde mir wahrscheinlich auch Crafted World holen demnächst und das dann direkt danach spielen, weil es macht einfach mega viel Spaß. Und ich merke einfach, wie mich das selber entspannt, so Spiele zu spielen. Das ist total lustig. Kleine Pharaonen. Ist das ein Secret oder der richtige Weg? Wow, geil. Komm ich hier wieder raus? Dann starten wir lieber neu. Weil ich oben auf der Pyramide auf jeden Fall nachgucken will, was da ist. Nee. Ich komm gar nicht um. Ich komm gar nicht oben drauf, okay. Dieser Soundtrack. Wie die sogar Fadenstrecken ziehen. Da war bestimmt noch was, ne? So viele Wege. So viele Wege. Vier Wege, vier Schlüssel, ich verstehe schon. Stacheln, ne? Ich krieg direkt wieder Angstzustände. Oh je, oh je.
Das ist, glaube ich, ein etwas längeres und etwas verwirrendes Level, kann das sein? Ein Secret? Na gut. Ich bin ja wie immer misstrauisch, ihr kennt's ja inzwischen. Wo bringt uns jetzt die Röhre hin? Keine Ahnung, wo ich bin, ne? Ah, okay, im nächsten Raum bin ich jetzt, okay. Okay, das ist wirklich ein sehr verwirrender Level. In sehr vielen Bereichen so überall. Ich verstehe. Und hier können wir beide anzünden. Hier kein Secret drin, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Aus der Röhre, ne? Okay. Waren schon mal 2 von 4. Okay, die leuchtet, bevor sie angeht. Das ist natürlich sehr nett. Schließe ich mir jetzt nicht ganz, außer ich komme da hinten wieder raus. Nein, ich komme aus der gleichen Tür raus. Komme ich denn dann in die Blume da oben? Ich bin schon ein bisschen leid, ne, wenn man einfach dieses Watteflüch ausmacht. Okay, ich muss warten, bis das Ding in die Flamme springt. Yay! Okay, dann verstehe ich halt wirklich nur nicht, wie wir jetzt da oben reinkommen sollen. Tatsächlich.
Wie komme ich da hin? Oder muss ich den da reinschleudern? Das wird auch nicht funktionieren, weil das ist ja nur ein Ball. Verstehe ich nicht ganz. Weil wir sind ja auch oben. Geht ja nicht noch weiter hoch. Oh mein Gott. P2. Hat ja super funktioniert, ne? Es fehlen zwei Garne. Zwei Stück. Wo sollen die denn bitte sein? Fehlt noch eine Blume, ne? Oder? Die Rätsel sind echt geil. Die Feuerrätsel, finde ich richtig geil. Vor allem der ganze Stil. Mein Gott, alles mit Fäden. Es ist so konsequent. Ich finde es richtig nice. Komme ich hier durch? Nur unzufrieden. Wir gehen nicht durch. Wir gehen nicht durch die... Ist das jetzt die Lösungstür oder nicht? Ich habe keine Ahnung.
Das ist nicht ohne. Mega geiles Level. Mega geil. Aber leider nicht vollständig. Ich werde schluderig, ne? Kann das sein? Ich bin ein bisschen unzufrieden. Bin ein bisschen unzufrieden. Schade, schade, schade. Bonusspiel. Yay. Zeitdruck, Mann. Okay, damit kommt jetzt schon die finale Festung, oder? Oh, Leute, ihr habt die ganze Zeit einen Strich im Bildschirm. Sagt doch was. Das tut mir jetzt wirklich sehr leid. Och nee, sieht nach einem bösen Boss aus irgendwie. Wurstels Schloss. Ich weiß nicht, was ich von Wurstel halten soll. Wurstel. Entschuldigung, wegen dem Strich. Sehr nett, direkt am Anfang so motivierend ein paar Kristalle rauszurücken. Zu wissen. Sorry, Hund. Die richtige Tür oder optional, wäre jetzt meine Frage. Leute, was ist denn jetzt richtig und was ist optional? Okay, dann gehe ich mal davon aus, dass die Tür hinten optional ist mit dem Schloss. Ich habe keine Ahnung, es ist aber jetzt ziemlich unklar. Sieht gut aus. Oh. Thank you.
Okay. Lustigerweise bekomme ich die Festung irgendwie am besten hin, ne? Von dem Sammeln her zumindest. Gut, weiter geht's. Wenn ich das richtig verstehe, ne? Was? Oder eben so. Aha. Nein! Ach, ist das mies. Es ist halt ein bisschen... Ich finde die Speicherpunkte echt krass, dass man teilweise wirklich dann alles neu machen muss, weil man irgendwo hinten stirbt, in Anführungszeichen. Oh mein Gott. So, wir leben. Ich glaube, wir sind sammeltechnisch ganz gut dabei, oder? Jetzt nochmal ein bisschen aufpassen. Okay. Okay. Gut, uns fehlt aber auf jeden Fall noch ein bisschen was an Zeug, ne? Eine Blume, zwei Blumen und Garn. Ein Garn, zwei Blumen. Ich hab keine... Thank you.
gefunden. Ist kein Secret. Kann ich gar nicht richtig glauben, mal wieder. Oh, das ist kompliziert. Okay, den haben wir vollständig. Fehlt eine Blume. Guck. Nein. Eine Blume. Okay, dann fehlt leider eine Blume. Wir haben aber den Garn komplett. Das ist doch schon mal geil, oder? Oh je. Du brennst wohl auf eine Abreibung, was? Genau für diesen Zweck habe ich hier die mit heißer Nadel etwas gestrickt. Der ist irgendwie süß. Der ist ultra süß, die Geräusche. Auf die Zunge. Och nee. Noch mit Perspektive, ich glaub's nicht. Ist viel zu süß mit den Geräuschen, ey. Oh. Der ist so süß. Oh mein Gott. Das Auge ist kaputt, tut mir voll leid. Tut mir leid, Großer. Der war voll süß.
Na gut. Wieder nicht ganz vollständig, aber okay. Es war okay. Du hast 280 Stempel auf Nähe gefunden und erhältst dafür neue. Du hast einen neuen Trickanstecker erhalten. Hotdog Yoshi. Na, ich weiß ja nicht, ob das nicht ein bisschen makaber ist. Oh mein Gott. Ist das eine Süßigkeitenwelt? Oh yeah. Gut, Leute, das war's mit Welt Nummer 2. Beim nächsten Mal starten wir durch mit Welt Nummer 3. Auf zurück zum Bollertoll. Das heißt, beim nächsten Mal gibt's hier Welt Nummer 3. Oh, ich freue mich drauf. Bis zum nächsten Mal mit Wolli's World, wollte ich schon sagen. Mit Yoshi's Wolli World. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Ciao.